Ja, herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch zur Deutschlandtour 2024. Das hatten wir mit der Einladung ja schon bekannt gegeben. Die Deutschlandtour 2024 kommt nach Schweinfurt. Wenig überraschend, wir sind heute schon da. Aber richtig los geht es erst in genau 6 Monaten, auf den Tag genau. Also wir hätten uns kein besseres Datum wünschen können. Die Deutschlandtour wird ihren großen Auftakt hier feiern. Deswegen bitte den 21. August schon mal vormerken und auch den 22. August. Dann geht es hier los mit Deutschlands wichtigsten Radrennen und wir möchten Ihnen heute gerne die ersten Details dazu vorstellen. Und ja, ich freue mich auf unsere Gesprächsrunde, die wir heute hier haben, unsere Gesprächspartner. Der Oberbürgermeister ist da, der Montag ist da und Matthias Pietsch vom Veranstalter der Gesellschaft zur Förderung des Radsports ist ebenfalls anwesend. Aber die Deutschlandtour kommt also nach Schweinfurt. Was wird uns in Schweinfurt hier erwarten? Ja, in Schweinfurt startet die Deutschlandtour 2024. Am 21. August geht es los mit einem Prolog über 3 Kilometer auf einer schönen innerstädtischen Runde. Jeder Fahrer erlebt einzeln eine tolle Stadtrundfahrt. Und wir küren hier den Sieger des ersten Führungstrikots. Und am nächsten Tag geht es los auf die erste Etappe. Und alle Zuschauer sind eingeladen, bei einem tollen Event mit dabei zu sein, Fahrer mit anzufeuern und auch die Deutschlandtour zu genießen. Es gibt ja auch ein Programm für die Leute, die kommen. Genau, am Mittwoch, an dem 21., da geht es ab mittags los mit Laufradrennen für Kinder, Ausfahrten für Jugendliche, Rides, die wir machen werden. Alles kostenfrei. Nach und nach werden wir da die Anmeldungen bekannt gegeben werden. Und ja, es ist Radsport kostenfrei. Der Radsport, der adelt immer den Zuschauer, weil er mit dabei sein kann. Und da freuen wir uns auf viele, die an der Strecke mit dabei sind. Ich freue mich riesig, dass wir erneut Etappenstadt der Deutschlandtour sind, aber in diesem Jahre, also im August 2024, auch die Startstadt sein werden. Das ist eine große Veranstaltung. Es werden tolle Radteams nach Schweinfurt kommen. Viele davon werden an der Tour de France teilgenommen haben und wir werden für ein, zwei Tage die Stadt des Rennsports in Deutschland sein. Tolle Chance und freue mich auf diesen großen Termin. Was bedeutet das für die Stadt Schweinfurt an sich? Wir werden 2 Tage lang im Licht der sportinteressierten Öffentlichkeit stehen. Wir werden viele Tausende von Besuchern hier erwarten können. Wir werden Profi-Radsportler hier auch über Nacht in Schweinfurt haben. Also das ist ein großes Ereignis, was auch nicht nur für Rennradsportfans eine große Chance sein wird, sich wieder mal mit dem Fahrrad zu befassen, mit den Entwicklungen des Fahrrades, die ja teilweise auch hier in Schweinfurt stattfinden. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben nur 4 eingeladen, oder? Die letzten Jahre waren es noch 4. Ja, ich habe es gesagt, Schweinfurt wird Gastgeber für den großen Auftakt der Deutschlandtour in diesem Jahr. Welche Bedeutung wird so ein Spitzensport-Event, wie wir es auch gerade in den Bildern gesehen haben, für die Stadt? Das ist für uns immer eine ganz wunderbare Gelegenheit, die Stadt Schweinfurt zu präsentieren. Zum einen natürlich als Stadt des Sportes. Diesen Anspruch erheben wir mit einer Dichte von über 70 Sportvereinen und auch einer Fahrradgeschichte bis sozusagen in die Moderne hinein, in die Jetztzeit. Es ist aber natürlich auch eine Gelegenheit, auf Schweinfurt als Ort aufmerksam zu machen, der mehr bietet als nur den Sport. Zunächst mal einfach unsere geografische Lage, der Umstand, dass wir eine Industriestadt sind, eine Kulturstadt sind. Also das ist, wir haben Erfahrungen mit diesen Großveranstaltungen, immer eine Chance für jede Kommune, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Dann, Matthias, wir sprechen von der Deutschlandtour als das wichtigste Radrennen in Deutschland. Und gleich nachher nochmal dazu, wir waren ja schon mal hier zu Gast, aber seitdem hat sich ein bisschen was getan, zumindest auch bei der Deutschlandtour. Kannst du vielleicht die neue Deutschlandtour, von der wir immer sprechen, kurz einordnen?
Genau, aber erstmal, bevor wir das machen, der Danke an die Stadt Schweinfurt, an den Oberbürgermeister Remmel und an Herrn Montag und auch alle Stadtverordneten in den Räten und den Ausschüssen, die das möglich gemacht haben. Ich habe gerade zu Herrn Remmel gesagt, ich kann mich daran erinnern, wir saßen 2018 das erste Mal zusammen und haben über die Deutschlandtour gesprochen. Und umso schöner ist es dann, wenn es dann ein paar Jahre später klappt. Freut uns total, wie schon dargestellt, Deutschlandtour kommt nicht nur mit einem Etappenort, sondern wir haben hier unseren Auftakt. Das hat auch nochmal großes mediales Interesse. Und wenn man eben dann auf die Deutschlandtour schaut, das ist eben das einzigste Profi-Männer-Etappenrennen in Deutschland, was wir haben, was wir als Veranstalter seit 2018 neu ins Leben gerufen haben, aufgebaut haben. Und es ist ein ganz besonderes Jahr, ganz besonderes Sportjahr. Wir sind mit der Deutschlandtour 3 Wochen nach den Olympischen Spielen. Ungefähr 4 Wochen nach der Tour de France. Die Fahrer, die Sie da sehen werden, die kommen hierher, die kommen nach Schweinfurt, großer Sport. Und die Deutschlandtour ist das Flaggschiff im deutschen Radsport. Und die Bilder, die Sie angesprochen haben, die gehen um die Welt, weil durch diese Präsenz, durch die sportliche Attraktivität dieses Rennens werden wir die Bilder auch im TV übertragen können. Das erste wird übertragen. 2 Stunden lang wird es Bilder aus Schweinfurt geben. Das ist nicht nur für Zuschauer schön, die diesem Radsport sehr nahe sein können. Es ist ein sehr nahbarer Sport, ohne Eintritt, ohne ein kostenfreier Sport für die Bürger dieser Stadt oder auch für die, die von außen kommen. Aber man kann es eben auch in der Welt sehen. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Produkt. Ich mache mein ganzes berufliches Leben Radsportveranstaltungen und bin total davon überzeugt, dass das eine wunderbare Sache ist. Und ja, die Deutschlandtour ist das Größte, was wir haben, und wir sind froh, dass wir hier sind. Ja, du hast es schon gesagt, als Auftaktort ist das natürlich ein Eckpfeiler für die Rundfahrt mit besonders großem Interesse. Was macht die Rundfahrt aus? Also wir können so verraten, dass wir dann 5 Renntagen verläuft diese Rundfahrt und einen davon haben wir hier komplett in Schweinfurt. Und der zweite geht hier los. Genau, also wie schon gesagt, Datum der Deutschlandtour 21. bis 24. August. Und wir beginnen hier, also es geht los mit einem großen, mit einem Prolog in Schweinfurt. Das machen wir seit 25. August. Ich habe selber gerade gemerkt, der Sonntag ist der 25., da endet es. Aber in Schweinfurt geht es los am 21. mit einem Prolog. Der wird ungefähr 3 Kilometer haben, klingt vielleicht ein bisschen wenig, bietet aber sehr viel Spannung für alle Zuschauer und für die Sportler halt auch an sich. Und wir manifestieren damit auch nicht die Gesamtwertung für die folgenden 4 Etappen, die dann halt folgend werden. Und es wird sozusagen an dem Mittwoch, an dem 21. August, am Nachmittag wird der Prolog stattfinden, ungefähr zwischen 16 und 19 Uhr. Wir sind gerade noch dabei, die Finalzeiten zu finalisieren. Das kommt immer so ein bisschen auf die TV-Zeiten an, wann uns das TV sagt, wann wir im Ziel sein sollen. Dann werden wir das zurückrechnen. Im letzten Jahr hatten wir eine Zielzeit von 18 Uhr. Da wissen wir sozusagen, wer das erste Führungstrikot der Deutschlandtour übernimmt und auch wer den Tagessieg hier in Schweinfurt holt. Und die Teams werden ab Dienstag hier in der Stadt sein. Wir sind auch gerade dabei, Hotels für alle Teams zu buchen. 20 Teams sind dabei, A6 Fahrer, die hier sozusagen aus der Welt des Radsports hier nach Schweinfurt kommen und die großen Sport bieten werden. Und am Tag des Prologs selber gibt es eben auch noch eine Reihe Mitmachveranstaltungen für Kinder, für Jugendliche. Wir laden alle ein, Teil dieser Deutschlandtour zu sein. Ein tolles Programm, eine schöne Expo, wo man drüber laufen kann. Das hat in den vergangenen Jahren immer sehr viel Aufmerksamkeit auch generiert. Ja, und dann übernachten alle Teams hier und auch wir als Organisation mit einem großen Teil. Und dann geht es am nächsten Tag, am 22. August, hier los auf die erste Etappe. Etappenorte oder wo das hingeht, werden wir in einem Monat ungefähr bekannt geben. Und darauf freuen wir uns in der nächsten Zeit und wir freuen uns vor allen Dingen jetzt, dass es mit der intensiven Planung gemeinsam mit der Stadt Schweinfurt jetzt losgeht. Herr Remmele, wir haben es kurz angedeutet, Schweinfurt und das Fahrrad. Das ist fast ein bisschen anders denkt man gesagt. Das sind ja schon ein paar bahnbrechende Erfindungen, die aus der Stadt kommen und die sich heute auch noch bei den Profirädern wiederfinden. Aber nicht nur große Historie, sondern auch heute modernes Mobilitätsmittel. Wie groß ist eigentlich die Fahrradbegeisterung hier in Schweinfurt? Vielleicht darf ich gleich wohl auf die Geschichte nochmal eingehen. Also das ist schon bemerkenswert, wie eng Schweinfurt seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts bereits mit dem Fahrrad verbunden ist. Ich denke hier vor allen Dingen an Philipp Moritz Fischer, einer der Erfinder, nicht der, aber einer der Erfinder des Tretfahrrads, ja.
Danke. Fahrrades, ich denke an Ernst Sachs, unter ihm zumindest wurde die Freilaufnarbe konstruiert. Ich denke auch an die berühmte Dreigangschaltung von Sachs, die man übrigens immer noch sieht. Weniger hier im bergiger Lage, aber ich habe das in Unistädten beispielsweise in Münster, ist mir diese Dreigangnarbe wieder begegnet, diese Dreigangschaltung. Also wir haben nicht nur eine lange Historie, wir haben auch eine Gegenwart, in der das Fahrrad stattfindet. Wir haben Unternehmen, die nach wie vor sehr, sehr eng mit dem Fahrrad in Verbindung stehen. Ich denke an die Firma Raimond, ich denke aber auch an die Firma Svem. Und wir haben eine zunehmende Fahrradbegeisterung, nicht nur in der Bevölkerung, ich glaube, das ist ein bundesweites Phänomen, dass das Fahrrad zu einer echten Alternative zum Automobil geworden ist, gerade über die Elektrifizierung. Aber ich habe gerade vernommen, dass wir auch im Vereinsbereich wieder neue Aufbrüche erleben, Vereinsgründungen. Also das Fahrrad ist gar nicht mehr hinwegzudenken aus der Sportlandschaft, aber auch, wie gesagt, aus der Breite der Bevölkerung. Gerade die Elektrifizierung hat auch dazu geführt, dass ältere Menschen wieder das Fahrrad benutzen, denen das einfach in Jahren zu mühsam geworden ist. Also das stellt uns natürlich auch vor gewisse Herausforderungen, wie jede Kommune. Ich denke dann nur an das Radfahrnetz, was nicht ausgebildet genug sein kann, aber das ist natürlich für uns eine wichtige Aufgabe, die im Rahmen dieser Transformation zu leisten ist. Und ich erwarte mir von der Deutschlandtour in diesen zwei Tagen einen Impuls, der nicht nur in die Sportwelt ausgesandt wird, sondern tatsächlich in die Breite der Bevölkerung. Und welche Begeisterung solche großen Ereignisse auslösen, hat das Landesturnfest, das Bayerische Landesturnfest 2019 gezeigt. Da braucht man eine solche Großveranstaltung, hat einen unglaublichen Impuls und Magnetwert. Und deswegen freue ich mich riesig auch mit meiner Sportverwaltung zusammen, dass wir hier Startstadt geworden sind. Ich darf aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben einstimmige Abstimmungsergebnisse bei der Vorstellung im Haupt- und Finanzausschuss und auch im Stadtrat gehabt. Also auch die Politik steht dahinter und das ist bei Großveranstaltungen heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Ja, kommen wir zu Ihnen, Herr Montag. Deutschlandtour als Leuchtturm-Event, wenn ich das so aufnehmen darf. Das heißt, Profisport wäre nicht nur hautnah, das ist das Besondere am Radsport, sondern auch kostenlos von allen betrachtet werden kann und erlebt werden kann. Aber auch, Matthias Gitsch hat es kurz angedeutet, Angebote, um selber aufs Rad zu steigen, für Groß und Klein. Was erwarten Sie sich von der Deutschlandtour? Ich erwarte nicht nur, sondern ich glaube auch daran, dass es eine tolle Inspiration ist für zunächst mal natürlich originär für den Radrennsport. Von den 72 Schweinfurter Sportvereinen sind immerhin 6 Stück, haben einen Bezug zum Fahrrad. Das sind jetzt allerdings auch die Kunstradfahrer mit dabei, das sind die Mountainbiker dabei. Ich glaube, im engeren Sinne gibt es 2 oder 3 Radsportvereine. Also die werden sich sicher, die haben auch ein Verein, hat sich tatsächlich schon von sich aus angeboten, da mitzumachen und ganz aktiv. Ein neuer Verein mit 70 Mitgliedern. Das ist die eine, denke ich mal, originäre Seite des Radrennsports der Deutschlandtour, aber ist ja schon jetzt auch angeklungen, auch eine Inspiration natürlich für jeden anderen Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen. Die Millionen in Deutschland und die Tausende in Schweinfurt. Und natürlich, das Fahrrad ist mittlerweile ein ernsthafter Konkurrent oder mehr als dessen Konkurrent, eine Alternative für den Individualverkehr, zumindest im städtischen Bereich. Das ist eine tolle Alternative, ein tolles Bewegungsmittel außerhalb eines Fortbewegungsmotors im innerstädtischen Raum. Das zeigt ja auch der Fahrradboom in Deutschland der letzten Jahre und auch
in Schweinfurt sehen Sie immer mehr Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen. Und ich denke, das ist auch eine tolle Werbung für das Fahrrad generell, die Deutschlandtour in Schweinfurt stattfinden zu lassen. Herr Matthias, ich habe es kurz angedeutet, 2006 war die Deutschlandtour bereits zu Gast hier in Schweinfurt, damals als Etappenziel. Das hast du schon ein bisschen angedeutet. Startort ist anders als ein Etappenziel. Was genau, falls noch Erinnerungen von damals da sind, wie können wir die Erinnerungen verändern, die Erwartungshaltung verändern? Was ändert sich, wenn man ein Startort ist? Ich muss sagen, ich habe zu 2006 tatsächlich auch persönliche Erinnerungen zu Schweinfurt, war damals als Student und habe mitgeholfen, dass hier das Event stattfinden kann und bin da mitgereist. Deswegen macht es mich irgendwie auch besonders stolz, hier zu sitzen in der Funktion jetzt. Naja, damals war es eine Etappenankunft, eine Sprintankunft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auch sehr schön vom Sportlichen her, viel Power sozusagen, die Sprinter dann auf die Straße bringen und dann über den Zielstrich fahren. Im Prolog ist halt nochmal einfach, wir arbeiten uns ja sozusagen hin, am Dienstag kommen die ersten Teams in die Stadt. Sie werden wahrscheinlich die ein oder andere Trainingskilometer hier nochmal fahren. Und dann am Mittwoch ab 12 Uhr geht die Veranstaltung halt los mit Side-Events, Kinderveranstaltungen auf der Zielgeraden. Vielleicht sind dann noch in Abstimmung, ne? Vielleicht können wir noch weitere kleinere und größere Side-Events mit andocken, dass wir es eben, für die Bevölkerung auch noch mehr anbieten. Haben wir in den vergangenen Jahren immer sehr gut hinbekommen. Er ist auch Teil der Deutschlandtour, wir wollen eben auch Festival sein. Ja, und dann geht es eben dahin, dass jeder Fahrer ja einzeln im Prolog von der Rampe runterfährt, vorgestellt wird, vom Moderator beklatscht werden kann. Man kann sich das Material anschauen, die Fahrer machen sich vorher warm und dann müssen sie einmal All-In geben. Das ist sehr, sehr selten im Weltradsport mittlerweile, dass man so einen kurzen Prolog hat. Wie gesagt, es ist ganz bewusst gewollt, einerseits mal eine Stadtrundfahrt zu machen für den Teilnehmer, auf der anderen Seite sie mal in Laktat reinzubringen, was sie sonst nicht haben mit ihrer Leistung. Aber für die Zuschauer auch ganz schön, weil man innerhalb von 2 Stunden eben den Start an der Rampe sehen kann und dann geht man kurze Zeit weiter, man sieht den Zieleinlauf oder irgendwie die Kurvenfahrt von manchen. Und man kann eben jeden Fahrer einzeln sehen und jeden Fahrer einzeln begrüßen und das geht dann natürlich hin Richtung Finale, wenn dann halt die Besten aufs Rad gehen und man auch nochmal neue Zeiten sehen kann. Also es ist ein sehr, sehr schönes Eventformat für mich. Wurde in den letzten beiden Jahren auch mal kopiert. Gab es in Australien letztes Jahr neu, haben wir gesehen, wird angenommen. Finden auch die Fahrer ganz, ganz spannend, das hatte ich schon erwähnt. Na, und wie gesagt, dann ist am nächsten Tag, also alle bleiben ja hier. Am Abend des Mittwochs gibt es die Siegerehrung, es bleiben alle hier, gehen in die Hotels und sind dann halt am nächsten Morgen wieder da. Und das ist auch ganz schön, finde ich, Start einer Etappe. Sehr gelöste Stimmung. Es ist ja auch so, nicht wie im Fußball, da wird sozusagen die Kabine auch mal zugemacht für die taktischen Gespräche. Klar, die Fahrer sind natürlich auch in ihren Bussen, aber sie sind sehr offen, sehr gelöste Stimmung. Man kann, alle Zuschauer haben die Möglichkeit, in diese Team-Area reinzugehen, können sich Autogramme holen, können sich die Selfies mal mitholen, sind so ihren Stars halt irgendwie nah dran. Also sehr gelöst und alle dann auf großer Bühne. Dann vorgestellt und dann geht sozusagen die Etappe los und man wird dann auf Schweinfurt zurückblicken und wird sehr gespannt jetzt schon sein, wer der erste Sieger und der erste Träger des Olympiakos ist. Also du wirbst für den Besuch. Auf jeden Fall, kommen Sie alle. Und es dauert auch länger als das schnelle Etappenziel, sondern es ist nicht ein viel längerer Verweildauer, wie dort du da hast. Ja, Remeli, wir haben es gehört, also nicht nur der weltweite Top-Sport kommt in die Stadt und damit wahrscheinlich auch viele Gäste, sondern es gehen auch Bilder aus der Stadt in die Welt. Ist damit so ein Spitzensportereignis auch ein Instrument für Stadtmarketing, für Tourismusmarketing? Ja, natürlich. Und da bin ich auch sehr offen und ehrlich. Natürlich überlegt sich das eine Stadt dreimal, ob sie so eine Großveranstaltung und dann auch in den bayerischen Sommerferien mit einem gewissen finanziellen Engagement schultern kann und will und welche Effekte so ein Fest auslöst, so eine Veranstaltung auslöst. Und ich sagte es gerade schon, natürlich stehen wir hier in einer Tradition als Sportstadt, aber wir sehen uns auch als Stadt des Tourismus. Wir liegen hier am Mainradweg, das ist der meistbefahrenste Fernradweg nach der Elbe. Wir haben hier jede Menge Kultur zu bieten, die wir gar nicht hoch genug anpreisen können, bis der Letzte das auch eingesehen hat. Und das ist natürlich immer ein wichtiger Nebeneffekt,
Vielleicht weniger für die Rennrad-Enthusiasten als für die Zaungäste, die einfach mal sich sowas ansehen wollen, entweder hier vor Ort, und damit ist es eine wunderbare regionale Werbung, aber natürlich auch am Fernsehgerät. Und wir haben uns natürlich vorher schlau gemacht, die Deutschlandtour, das finde ich sehr kommunenfreundlich, versucht eben sehr erfolgreich die jeweiligen Etappenstädte in ihren Ablauf einzubauen, auch in der Berichterstattung. Wir haben es ja ganz ansatzweise jetzt hier auch in dem kurzen Video gesehen. Das macht es für uns Kommunen schlicht und ergreifend interessanter und schmackhaft, sich hier zu beteiligen. Das, last but not least, Matthias, genau das als Hintergrund vielleicht auch nochmal, ihr als Veranstalter, vielleicht ein Tochterunternehmen des Tour de France-Veranstalters, der ASO, und so viel sei auch verraten. Im August kommen dann viele Kollegen aus Frankreich auch, die kurz vorher die Tour de France mitgemacht haben, kommen hierher, inklusive der TV-Produktion auch, die Sie angesprochen haben. Also im Prinzip kann man sagen, das ist ein Rennen auf Tour de France-Niveau. Das, was man im Sommer quasi von den großen Rundfahrten kennt, haben wir dann hier als Schwester in Deutschland. Muss ich nicht mehr so hinzufügen, es ist eben sportlich allerhöchstes Niveau. Wir als Veranstalter arbeiten mit den Kommunen sehr eng zusammen. Es ist sehr, sehr partnerschaftlich, ohne das geht es auch gar nicht. Und wie schon gesagt, nicht nur das Rennmanagement auch sozusagen wird von den französischen Kollegen auch mitgestaltet. Auch wir haben dieselben Dienstleister dabei, die das TV-Bild bei der Tour de France mit kreieren. Das ist ein absolutes Top-Produkt und wir bringen das nach draußen und zeigen die Vorzeige dieser Stadt und dieser Region. Wir haben es genau 6 Monate bis zum Auftakt. Das ist eigentlich noch viel Zeit für euch nicht. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Was genau passiert jetzt? Vielleicht ein kleiner Blick durch Schlüsselloch. Was macht ihr jetzt eigentlich und wann können wir damit so ein paar Details rechnen, wie wo genau die Prologstrecke lang führt, welche Teams kommen, welche Fahrer kommen? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Blick ins Schlüsselloch geben. Genau, also wir sind Freunde. Meinen Sie schon Sie, Frau? Hier ist noch ein Platz, haben wir noch. Vielleicht nimmt der Herr da, wie immer das ist, da auch den Rucksack weg. Den da, hier stehen ein paar Damen. Dankeschön. Die Zeit reicht noch zu groß, das ist besser. Das tut mir mal weh, wenn ich da schon. Sechs Monate Zeit, genau, was passiert jetzt gerade? Ja, wir sind mittendrin in der Planung. Das müssen Sie wissen, dass so eine Veranstaltungsplanung, da braucht man einen langen Atem und einen langen Vorlauf. Einerseits geht es zum Teil direkt nach der einen Veranstaltung los, um die neue wieder vorzubereiten. Jetzt gerade bei Schweinfurt ist es so, heute und morgen ist unser Streckenleiter mit in der Stadt, guckt sich nochmal das, was auf dem Papier geplant wurde, an, ob man das so machen kann, wir werden es zusammen abstimmen. Und dann geht es viel in das Klein-Klein des Eventmanagements, dass am Ende das große Ganze rauskommt. Wir werden ungefähr in einem Monat, am 20. März, die Strecke bekannt geben, also alle fehlenden Etappenorte noch und dann auch schon den Blick werfen können, wie die Prologstrecke in Schweinfurt ist, wo es dann direkt losgeht. Die Stadt hat sehr genaue Vorstellungen, wir auch, das bringen wir jetzt zusammen, dass es bestmöglich zusammenpasst und dass es eine schöne Veranstaltung wird. Ja, und dann sind 6 Monate nicht mehr so viel Zeit, aber wir geben Gas. Ist ja eine sportliche Veranstaltung. Genau, richtig. So, das heißt aber Fahrer, weil das immer so eine Frage ist, die warten erfahrungsgemäß die Tour de France ab, um dann zu wissen, wer ist in Form, wer kommt. Genau, wir haben schon den ersten Eindruck bekommen, welche Teams kommen. Und das auch nochmal als Rückgriff vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir von den 20 Teams, waren 15 dabei, die auch bei der Tour de France gestartet sind. Also immer eine sehr große Nachfrage. Das zeichnet sich in diesem Jahr wieder ähnlich ab. Und auch nochmal wichtig zu sagen, wir geben auch dem deutschen Nachwuchs immer eine Möglichkeit hier zu starten. Also kleineren deutschen Kontinentalmannschaften, die dürfen auch mit dabei sein im Ballett der Großen. Das kommt aber erst in den letzten 4 Wochen vor dem Event. Auch ehrlicherweise muss man sagen, dass Teams bis 72 Stunden vor dem Rennen auch nochmal einen Fahrer ändern dürfen. Sobald wir sozusagen verlässliche Zahlen haben bei Teams, das ist ungefähr 1,5 Monate vorher. Und bei Fahrern geht das dann irgendwie so 2 Wochen vorher los, dass wir Listen veröffentlichen können und dann spitzt sich das immer mehr zu. Gut, erstmal vielen Dank für den Moment und natürlich möchte ich
den Raum für Fragen öffnen. Gibt es welche? Nicht gleich alle. Ja, Dara, mein Name, Freitag Chemnitz, Frau Hahn, Matthias Beach.